Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Daily Vlog. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr noch da seid oder wieder eingeschaltet habt oder was auch immer. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Wir sind heute am Arbeiten, gerade beim ersten Kunden. Ja, jetzt fahren wir rüber zum zweiten Kunden. Und wir sind im Cadillac Escalade unterwegs. Wir haben ja eigentlich noch nie so richtig besprochen, wie angenehm, also wir haben schon öfters gesagt, dass es voll angenehm ist, mit dem Auto zu fahren und so. Aber ich habe, glaube ich, noch nie nicht erwähnt, ich bin ja jetzt schon mehrere Tage damit arbeiten gewesen, wie geil es ist, mit diesem Auto zu arbeiten, Leute. Dieses Ein- und Aussteigen, oh, ein Traum, Leute. Das ist so, als würde ich einfach aufstehen und schon bin ich draußen. Das ist so, geil. Das ist so geil. Ohne Flachs. So, der zweite Kunde. Weil ich habe da ja so wunderschöne Trittbretter, die sich elektronisch ausfahren. Die hört man manchmal, wenn ich die Tür aufmache, nochmal so. Ja, Hund und Katze, wie süß sind die zwei? Der Hund roch irgendwie ein bisschen nach Kotze heute. Aber so ein süßer Hund. Oh, da kommt doch dieser Traktor von hinten. Oh, 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 der überfährt mich. Der ist größer als ich. Ausnahmsweise ist noch größer als ich. Die Frau gerade so, was denn das für ein Horn? Cadillac. Was? Cadillac. Boah, das ist ja mal, verdient man das so gut. Ja, Wahnsinn. Ich bin Millionär. Vater letztens auch gemeint, hast du im Lotto gewonnen? Na klar. Ich hatte zwei ja letztens dastehen gehabt, weil ich den grauen gegen den schwarzen getauscht habe. Und da habe ich ein Foto von gemacht, weil wann sieht man schon mal zwei Escalades auf einem Fleck? Man sieht ja selten einen und jetzt plötzlich zwei wunderschöne neue Escalades. Und da habe ich ein Foto von gemacht und mein Vater dann so, hast du im Lotto gewonnen? Du hast ja zwei davon und siehst aus wie so ein Millionär. Leider nein. Leider nein, ich bin ein armer Schlucker. Ein richtig armer Schlucker. Der jeden Cent zweimal umdrehen muss. Nur mal ausnahmsweise das Vergnügen haben wir so eine Art Pflanzen. Gut. Auf zum nächsten. The Bunny Hills. Offroad müssen wir mit dem mal fahren, so richtig. Ich stand schon im, also ein bisschen Offroad bin ich schon gefahren, aber langsam, ne, so eine kleine Feldstraße. Aber mal so richtig. Können wir denn hier in der Nähe? Also heute nicht, aber. Kann man das irgendwo machen? Zurzeit hier fällt dann jetzt nichts richtiges. Ja gut, da hinten. Ja, aber das ist gar nicht. Das ist auch eigentlich eine Feldstraße. Überleg mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Fällt da jetzt so echt nichts ein? Naja. Mal schauen, vielleicht habe ich ja noch eine Idee. Das wäre natürlich richtig geil, mal so richtig Offroad, ne? Nicht Feldstraße, sondern richtig mal so über so ein Acker oder Feld oder so fahren. Das wäre ultra. So, mal gucken. Kommen wir hier an einer kleinen Stelle vorbei, wo voll viele Leute gerade stehen und sitzen. Und die fahren alle so fette SUVs oder Transporter, weil die hier Pferde haben. Also hier sind ganz viele Pferde. Und da hat man natürlich meistens große Autos, um dem Pferd mit dem Hänger ziehen zu können. Und jetzt komme ich hier mit einem richtigen SUV und nicht mit irgendeinem X5 oder so. Wie die glotzen. So. Ey, ich lebe es, wenn Leute glotzen. Das muss man mögen, aber ich mag das. Ich mag das. Ich liebe es, Aufmerksamkeit zu haben. So, okay. Kommen wir zu meinem Lieblingskunden. Das ist ein bisschen Offroad. Ganz bisschen Offroad. Weil das ja in dem Wald drin ist. Aber es ist halt eigentlich auch nur eine Feldstraße, ne? Wir bräuchten mal irgendwas richtig Krasses. Mir fällt aber nichts ein hier in der Nähe. Könnte man das denn machen, verdammt?
Also, mir fallen immer nur so Feldstraßen ein. Ja. Das ist auch geil, ja, und interessant. Aber ich würde gerne mal so richtig. Weil wir dürfen offiziell. Ja, in Vertragsbedingungen steht, wir dürfen mit dem Escalade im Offroad-Bereich fahren. Also wirklich auf losen Untergrund, also Offroad. Mit der Corvette durften wir es nicht. Verständlicherweise. Mit dem CTS dürften wir auch nicht. Aber mit dem Escalade dürfen wir ausdrücklich Offroad fahren. Und wenn wir das dürfen, dann will ich das auch irgendwie machen. Aber ich weiß nicht wo. Müssen wir mal gucken. Ja, schönen Allrad in zwei verschiedenen Modis. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist einmal Untersetzung und Übersetzung. Aber wie genau, was da genau passiert, damit kenne ich mich nicht aus. Aber wir haben zwei Allrad-Modis. Also wir können auf Heck fahren, können auf Allrad fahren und da gibt es aber zwei. Also irgendwie Untersetzung und Übersetzung oder so. Wahrscheinlich, ich kenne mich damit nicht aus, aber es gibt ja immer bei, also nicht bei jedem, aber das hier ist schon so ein, wo man sagt, okay, mit dem kann man wirklich Offroad fahren, weil da verschiedene das war schon im Schlamm im Radkasten. genau, verschiedene, ich weiß nicht, wie man das nennt. So. Obwohl das hier auch Automatik ist, ne? Wir können den manuell schalten. Also sprich, wir haben die Möglichkeit, in einen Gang zu, also in L nennt sich das, zu schalten und dann die Gänge anzusteuern. Also es ist dann so ein bisschen wie Tiptronic. Ist jetzt natürlich nicht schalten in dem Sinne, aber wir können bestimmen, in welchem Gang das Auto fahren soll. Und wir können natürlich einstellen, dass er in einem sehr niedrigen Gang fährt oder in einem sehr hohen Gang fährt, was natürlich für Offroad auch ziemlich nice ist. Also das können wir schon bestimmen. Habe ich sogar mal ausprobiert. In der Stadt macht es nicht viel Sinn. Und ja, genau. Aber Offroad macht es halt schon Sinn, ne? Dass man sagt, okay, nee, ich will, dass du im zweiten Gang bleibst oder im ersten Gang. Das ist dann schon ziemlich nice. So. Wir müssen aussteigen. Eine Runde laufen. Ja, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ist eh nicht mehr so viel. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen was zu machen und dann in einem anderen Ort und dann sind wir eigentlich fertig. Jetzt gehe ich ein bisschen mit den Hunden lang. Oh, Emi, na komm, hopp. Komm, lass dich hoch. Komm. So wie im Wohnzimmer hier so viel Platz, gell? Hopp. Komm, traust du dich? Hopp. Ja. Sag mal hallo, Emi, guck mal hier. Da, schau. Emi, da. Ja. Ich sollte mich schämen, weil ich sie nicht angeschnallt habe. Aber sie hat sich unten auf den Fußboden gelegt. Deswegen dachte ich, okay, wenn sie unbedingt da sein will, ist mir das recht. Und jetzt sind wir da. Steigen wir aus, oder? Na gut. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Like da lassen. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Tschüss.